Die Bilder brannten sich ein. Am 11. September 2001 rasen zwei Flugzeuge in die Zwillingstürme des World Trade Centers. Eines in das Pentagon, ein Flugzeug wird zum Absturz gebracht. 3000 Ermordete durch Al-Qaida an einem Tag. Der Kopf dahinter, Osama bin Laden. Im Mai 2011 dann die Nachricht, die USA haben in einer geheimen Kommandoaktion in Pakistan Osama bin Laden getötet. Die Jagd endet knapp 10 Jahre nach dem Anschlag. On that day, no matter where we came from. An diesem Tag spielte es keine Rolle, woher wir kamen, welchen Gott wir lobten, welche Ethnie wir angehörten. Wir waren als eine amerikanische Familie vereint. Wir waren vereint in unserem Entschluss, unsere Nation zu verteidigen und die, die diese Attacke ausführten, vor Gericht zu bringen. Die Vereinigten Staaten waren eigentlich gewarnt. Verheerende Anschläge auf US-Botschaften 1998 in Dar es Salaam und Nairobi und verhinderte Anschläge in den USA gingen auf das Konto von Al-Qaida. In Mumbai griffen die Terroristen von Al-Qaida zeitgleich mehrere Luxushotels an. Hunderte weitere Attentate in Europa und der Welt, auch mit deutschen Toten, gehen auf das Konto der Terrororganisation. Luxor in Ägypten mit 68 Toten, Tunesien, Djerba mit 19 Toten, Madrid 2004 mit 191 und London 2005 mit 56 Opfern. Auf Bin Laden rückte sein Stellvertreter al-Sawahidi nach. Der Ägypter ist Taktiker und Organisator der Terrororganisation. Aus Afghanistan vertrieben, kämpft Al-Qaida in Syrien und dem Irak, das sogenannte Kalifat des IS entsteht. Mit dem überstürzten Abzug aus Afghanistan und der Machtübernahme der Taliban wieder die Rückkehr an den Hindukusch. Die Organisation hat nicht mehr viele Führungspersönlichkeiten. Sie hat in den letzten Jahren die meisten Anführer in Syrien verloren, wo sie versucht hat, eine neue Basis aufzubauen. Also Al-Qaida wird große Probleme haben. Die Tötung von al-Sawahidi ist ein erheblicher Schlag für die Bombenbauer des Terrornetzwerks. Nachfolgern wird es schwerfallen, die Lücke des Terrorpaten zu schließen.